Heute geht es um Holzkohle, Biokohle, Pflanzenkohle, die Grundlage der Terra Preta und ein sehr, sehr interessanter Stoff auch für viele andere Sachen. Hallo liebe Menschen, das ist der TriaTerra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute eines von unseren Produkten, aber definitiv auch ein Thema zur Begrünung der Erde. Wir verkaufen ja Holzkohle in 40 Liter Beutel, was ungefähr 13 bis 15 Kilo wiegt, für 25 Euro und auch in Form von Triaterra-Streu, schon fertig gemischt mit Gesteinsmehl, Basaltgesteinsmehl, Zeolitgesteinsmehl, Holzkohle und Mikroorganismen und Keramikpulver in Form von Triaterra-Streu, 10 Liter Beutel, 18 Euro, ungefähr 8,5 Kilo. Und mit diesen Böden, mit dieser Holzkohle kann man ja Terra Preta aufbauen. Eine Schwarzerde, ein Schwarzerdeboden, der nicht mehr verschwindet, der über Jahrtausende stabil bleibt. Und um diese Geheimnisse dieser Holzkohle, beziehungsweise um alles, was darum sich so dreht, um die soll es heute gehen. Die Holzkohle ist der Diamant des Bodens. Das ist mir dabei klar geworden, nachdem ich mich nochmal mit dieser Struktur dieser Holzkohle beschäftigt habe. Kohlenstoff ist ein magischer Stoff, der ja auch das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht, das Leben, Grundbaustein des Lebens, der Kohlenstoff. Und Kohlenstoff ist deswegen der Baustein des Lebens, unter anderem, weil es die geniale Eigenschaft hat, dass es sich mit vier anderen Molekülen gleichzeitig verbinden kann. Wie hat unser Professor in organischer Chemie damals gesagt, organische Chemie, die Kohlenstoffchemie, in der organischen Chemie muss man nur bis vier zählen, nur bis vier zählen können. Wer bis vier zählen kann, der kann auch organische Chemie. Also, Kohlenstoff. Kann man sehen? Jawohl. C, Kohlenstoff und vier Bindungen kann dieses Kohlenstoffmolekül immer, Kohlenstoffatom immer eingehen. Und das ist die Grundlage der kompletten organischen Chemie. Und im einfachsten Falle wird daraus ein Methan, dann kommen an alle vier Bindungsstellen Wasserstoff, dann haben wir Methan oder CHHH, Methan, oder wir haben entsprechend weitere Kohlenstoffatome, die sich damit verketten und so weiter. Und ja, daraus entsteht eine extrem komplexe Chemie. Und beim Diamanten, deswegen die Referenz zum Diamant, der Diamant ist ja hat ja auch diese vier Bindungen, Kohlenstoff, ist ja reiner Kohlenstoff, unter extremen Drücken entstanden und verbinden sich diese vier Bindungen räumlich perfekt verteilt im Tetraeder, sodass eine extrem stabile chemische, physikalische Struktur entsteht, der härteste Stoff der Welt, Diamant, durch diese vier Kohlenstoffbindungen, die in Perfektion untereinander eine extrem feste chemische Struktur binden, den Diamanten. Dann kennen wir das von Kohlenstoff Graphit. Graphit, das ist das, was im Bleistift drin ist. Bleistift habe ich jetzt nicht dabei, aber okay, kennen Sie. Bleistift, da kann man, das ist auch Kohlenstoff, der ist auch vierfach gebunden, aber nicht so wie der Diamant als Tetraeder räumlich perfekt verteilt, sondern in Schichten. Er hat genau diese vier Bindungen alle in einer Ebene. Und dann hat er lauter relativ unberührte, unverbundene Kohlenstoffschichten. Zack, zack, zack. Und die kann man schön mit dem Bleistift abreiben. Dann kann man damit schreiben, weil Graphit weich ist, immer wieder Schichten abgehen, also diese Schichten untereinander verbunden sind. Kohlenstoff hat noch mehr interessante Phänomene. Es gibt Fullerene. Fullerene, das sind Fußballmoleküle, wo sich die Kohlenstoff Atome 60 oder mehr in ganzen Fußbällen formen. Ganz erstaunliche physikalische, chemische Eigenschaften für Katalysatoren und anderes. Ne, habe ich jetzt nicht dabei, aber es gibt diesen Schungit. Ein Schungitstein, der enthält zum Beispiel diese Fullerene, ein schwarzer Stein, der mehr oder weniger aus versteinertem Erdöl entstanden ist. Dann haben wir Kohlenstoffröhren, diese Nanoröhren, ne, wo man diese Kohlenstoffatome dann auch nicht zum Fußball formt, sondern zu einer langgezogenen Röhre.
verkettet. Und das sind die heute technisch am Stoffe, die am meisten Zugkräfte auskönnen. Und wenn man irgendwas extrem Stabiles bauen will, beziehungsweise spekuliert, wie man denn einen Satelliten mit mit Aufzug in den Weltraum bringt, dann macht man das, berechnet man das normalerweise heutzutage auf Kohlenstoff-Nanoröhren. Okay, also das ist die Grundlage von Holzkohle, Kohlenstoff. Holzkohle besteht fast ausschließlich aus Kohlenstoff und Holzkohle. Das hier, das ist ein einziges Riesenmolekül Kohlenstoff. Können jetzt denken, nein, das ist auch wie Graphit oder so. Nein, es ist ein einziges riesiges Molekül Kohlenstoff. Alles hängt miteinander zusammen, aber nicht so perfekt strukturiert wie im Diamanten, nicht so gleichmäßig wie im Graphit, dass man es alles abbrechen kann, sondern alles chaotisch verkettet. Da kann man auch ein bisschen abreiben, aber im Wesentlichen ist das eine chaotische Verkettung von Kohlenstoffmolekülen. Und das macht auch den Grund aus, warum Holzkohle im Boden sich nicht abbaut. Holzkohle ist im Boden über Jahrtausende stabil, ja über Jahrzehntausende stabil. Wenn man irgendwo eine archäologische Fundstätte findet, wo die, keine Ahnung, vor Menschen vor 1,5 Millionen Jahren Feuer gemacht haben in der Höhle, was man noch findet, ist die Holzkohle. Oder sei es vor 10, 20.000 Jahren irgendwelche Feuerstellen. Man findet, das ist das Erste, was man findet, immer die Holzkohle von den Feuerstellen. Die ist immer noch da. Das heißt, Holzkohle baut sich im Boden nicht ab. Sollte man denken, ist ja Holz, war mal ein organisches Material, ist nur verkohlt worden. Warum sollte das so lange stabil sein? Es ist quasi stabiler im Boden als Steine. So ungefähr, fast stabiler als Steine. Weil es einfach diese chaotische Struktur hat und es ist zwar eigentlich essbar, bestimmte Mikroorganismen können Kohlenstoff verstoffwechseln, wie zum Beispiel in Erdöl oder selbst Kunststoff und so weiter. Ne? Kohlenstoff, auch reiner Kohlenstoff, ist im Prinzip von Mikroorganismen verstoffwechselbar, veratembar, können sehr wunderbar Kohlenstoff veratmen zu Kohlendioxid und daraus viel Energie gewinnen. Aber sie kommen an diesen chaotisch verketteten Kohlenstoff nicht ran. Es gibt keine Enzyme, die das regelmäßig in Stücke hacken, damit das die Mikroorganismen, die fressen können, die Enzyme kriegen drei Kohlenstoffatome abgehackt und dann zack, kommt eine Aufspaltung, eine andere Kette und schon ist wieder das Enzym stecken geblieben, unbrauchbar und nicht nur stecken geblieben und unbrauchbar, es lagert sich sogar an den Holzkohle an und übernimmt selber sozusagen diese chaotische Struktur. Es wird Teil dieser chaotischen Struktur, weswegen man von, ja, Kohlenstoff-Humus-Partikeln, ne? Man sprach immer von Ton-Humus-Partikeln im Boden. Jetzt kann man sprechen von Kohlenstoff-Holzkohle-Ton-Humus-Partikeln im Boden. Dass die eine besonders chaotische Struktur bilden, die von Mikroorganismen nicht mehr so ohne weiteres abgebaut werden kann. Das ist das Geheimnis, warum Holzkohle im Boden sich nicht abbaut und das ist das Geheimnis, der wesentliche Geheimnis der Terra Preta. Holzkohle ist chaotisch strukturiert, ist ein einziges Riesenmolekül, was die Mikroorganismen nicht zerhackt kriegen und was sogar alles, was damit in Kontakt kommt, ebenfalls chaotisiert sozusagen als Katalysator anderes organisches Material, organische Säuren und sonst was, die sich damit verbinden, auch chaotisch strukturiert, sodass auch die viel schwerer und gar nicht abgebaut werden können. Okay. Ja, vielleicht ein erstes Bild über Holzkohle. Und zwar nehme ich da mal meinen Laptop, damit ich nicht nachher, beziehungsweise, ja, wo ich die nachher meine Präsentation so stark einarbeiten muss. Gucken Sie sich mal das Diagramm hier an. Erstmal das hier rechts, das ist aus meinem PowerPoint-Präsentation auch zu Terra Preta. Das hier ist Eduardo Neves, Archäologe in Brasilien, in São Paulo, der immer den Amazonas besucht. Und alles, was man da an scheinbar Steinen sieht, das ist Keramik. Das ist Keramik, das ist also ganz, enthält hunderte Kilogramm Keramikscherben, dieser Boden. Und ist eben tiefschwarz. Das ist ein Terra Preta-Boden im Amazonien. Das hier unten ist von Bruno Glaser aus einer wissenschaftlichen Arbeit. 2002 meine ich, wo er einen normalen Regenwaldboden, das ist der helle,
rote Ferrasol in Vergleich gesetzt hat zu dem direkt benachbarten von Indianern hergestellten Terra Preta-Böden, die über 500 Jahre bis 7000 Jahre alt sind. Und hier ist mal die chemische Analyse des Kohlenstoffs in diesen Böden. Das ist Megagramm je Hektar. Das übersetze ich gleich, das entspricht hier im Maximum. Das Lilane ist die tatsächlich eingebrachte Holzkohle im Boden und das hellblaue, der hellblaue Balken ist Humus-Kohlenstoff, also Kohlenstoff aus Humus, aus normalem organischen Materialien, Wurzel, Blattstreu und so weiter. Und wir sehen also im normalen Boden, im Ferrasol, haben wir praktisch nur diesen Humusanteil und auch nicht sehr viel. Geht so bis 5 Kilogramm, sind das ungefähr, wenn ich das richtig sehe, 50 Megagramm, entspricht 5 Kilogramm pro Quadratmeter. Sind typischerweise die ersten 30 Zentimeter im Boden. Und dann sehen wir da den Terra Preta-Boden daneben und da haben wir ungefähr 5 Kilogramm Holzkohle im Boden, aber nochmal die dreifache, vierfache Menge an Kohlenstoff im Humus dazu. Und das ist die Katalysatorwirkung von Holzkohle im Boden. Nicht nur die Holzkohle selber wirkt wie Humus, baut sich nicht ab, sondern führt zusätzlich dazu, dass sich mehr Dauhumus, mehr schwarzer, ständig akkumulierender Humus im Boden aufbaut. Deswegen haben wir hier nochmal die dreifache, vierfache Menge mehr an Kohlenstoff im Boden, als wir Holzkohle im Boden haben. Eine Katalysatorwirkung der Holzkohle. Und die kommt zustande, meiner Meinung nach, durch diese chaotische Oberfläche der Holzkohle. Große Oberfläche erstmal, ja, aber auch chaotische Oberfläche, die für Mikroorganismen eben nicht angreifbar ist und die sogar alles, was irgendwie sich an organischen Substanzen, sei es organische Säure, sei es ein Enzym, sei es ein Protein, eine Aminosäure, alles, was sich daran anlagert und sich chemisch-physikalisch mit dieser Holzkohle verbindet, wird Teil dieses chaotischen Riesenmoleküls und ist ebenfalls kaum noch zu knacken. Und selbst wenn es dann wieder davon abbricht, ist es eben so chaotisch, dass die Mikroorganismen das kaum abbauen können. Weil Mikroorganismen können mit ihren Enzymen immer das abbauen, was möglichst gleichmäßig aufgebaut ist. Sagen wir mal so ein großes, schönes Zuckermolekül, ein Stärkemolekül oder Zellulose, Lignin, was sie mit bestimmten Enzymen verhackstücken, genau so, dass sie das aufgelöst kriegen, dass sie das über die Zellmembran aufnehmen können und dann können sie es veratmen. Das Holzkohlenmolekül und die chaotischen Humusmoleküle, die damit entstehen, kriegen sie nicht aufgehackt mit ihren Standardenzymen und die Enzyme werden sogar noch Teil dieses Riesenmoleküls und dadurch kommen sie da nicht ran. Die können da ein bisschen dran knabbern, aber immer nur ein ganz bisschen und am Ende tragen sie sogar noch zum Dauhumus bei. Das ist das Geheimnis der Holzkohle. Okay, und ja, es gibt ja verschiedene Begriffe dafür. Holzkohle, Biokohle, Pflanzenkohle. Und ja, Pflanzenkohle hat sich so als wissenschaftlicher Begriff halbwegs durchgesetzt. Und der Punkt ist halt, man kann nicht nur Holz verkohlen, man kann alles verkohlen. Man kann Stroh verkohlen, man kann Hühnermist verkohlen, man kann Laub verkohlen. Also hat man nicht nur Holzkohle, man hat Pflanzenkohle. Okay, man kann alle Pflanzenteile verkohlen. Die Tests, die ich kenne, die zeigen, welche Kohle eigentlich am besten ist, beziehungsweise am längsten im Boden hält, beziehungsweise diese interessante Porenstruktur, da kommen wir gleich zu, diese interessante Porenstruktur der Holzkohle hat, das ist die tatsächliche Holzkohle aus, nicht so wichtig, welchem Holz jetzt, Weichholz, Hartholz, Mats Hartholz kann eventuell ein bisschen länger fristig stabil sein im Boden, aber das ist nicht so wichtig. Hauptsache Holz. Wenn das schon normale Pflanzenteile sind, Gras, Heu, Stroh, Laub, das verkohlt nicht mehr in den typischen Zellstrukturen des Holzes, der Holzzellen. Und damit haben wir nicht diese schöne Porenstruktur, sondern eine größere Oberfläche. Das ist zwar auch gut für den Boden, wir haben eine große Oberfläche, aber wir haben nicht diese bestimmte Porenstruktur, die, wie wir noch erfahren werden, interessant ist. Deswegen meine Empfehlung von vornherein, Pflanzenkohle
alles Mögliche verkohlen, macht eigentlich keinen Sinn. Diese anderen Sachen kann man wunderbar kompostieren, kann man wunderbar so zum Humusaufbau der Böden verwenden, zum Stall einstreuen oder eben direkt als Humusdüngung auf dem Acker. Der Stroh sollte auf dem Acker bleiben, beziehungsweise dort entsprechend kompostiert werden, beziehungsweise wieder zurückkommen. Und die Holzkohle, das Holz macht eine sehr viel bessere Holzkohlenstruktur. Deswegen also meine Empfehlung, erste Sache, die Sie mitnehmen können, man kann alles Mögliche verkohlen und hin und wieder macht man das auch, weil es einfach im Garten vielleicht als Reststoff anfällt. Aber oder eben auch sonst so und als Reststoff anfällt, mit dem man jetzt nichts Intelligentes weiter schnell anfangen kann. Aber das Intelligenteste, was man verkohlen kann, ist tatsächlich Holz. Das macht die beste Struktur, das macht eine gute Terra-Preta-Kohle auch. Das hier ist unsere Holzkohle, kommt von einem Hersteller hier in der Nähe von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Frisch aufgemachtes Werk, ganz neue Technologie. Der Roger Holzwart ist da ganz vorne mit dabei an der Technologiefront in Deutschland, Europa, hat in Rumänien Werke aufgebaut in Nähe von Augsburg und eben auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist hier ein Werk, was über 3000 Tonnen Jahresproduktion hat, die sie jetzt noch nicht komplett mit Terra-Preta-Kohle abdecken können, viel Grillkohle auch produzieren und die das zum Beispiel produzieren in Stahltassen, in 2 Kubikmeter Stahltassen, wo typischerweise Durchforstungsholz reinkommt, also Holz, das man, mit dem man sonst nichts anfangen kann, was nicht gut genug ist für Bauholz oder irgendwas, sondern was Wurzelholz ist, Durchforstungsholz, sauberes Holz, aber eben eventuell mit ein bisschen Sand dabei, den man absiebt und was man auf 30 cm klein häckselt, also gar nicht so, ne, schon ganz schön fette Stücken, 30 cm, also gar nicht als Holz schon so klein macht, sondern da nur ein gutes Stück verkleinert, aber dann verkohlt und dann, wenn es Holzkohle ist, in diesen Stahltassen wird es von außen geheizt, es kommt kein Sauerstoff ran, Deckel drauf, es wird ins Feuer gestellt sozusagen, es wird einige Stunden stark erhitzt, 400 bis 800 Grad Celsius. Das Holzgas, was dabei entsteht, wird abgeleitet, verbrannt, wieder zum Heizen verwendet und dann wird das entsprechend aus dem Feuer genommen, einen Tag lang abgekühlt und dann hat man die Holzkohle, die dann gesiebt werden kann, gemahlen werden kann, gesiebt werden kann und dann hat man die entsprechenden Qualitäten. Das ist also eine sehr, sehr saubere, sehr präzise Methode der Holzkohleherstellung, die auch mit allen möglichen verschiedenen Ausgangsmaterialien, da kann man sogar mit dem Anhänger hinfahren und sagen, hier verkohlen Sie mir mal meine, keine Ahnung, Walnussschalen oder irgendwas, weil ich eine Spezialkohle haben möchte oder so und dann macht er einem das chargengenau fertig, also gerade auch für medizinische Kohlen oder für Spezialkohlen oder für Shisha-Kohle, diese speziellen Luftfilter beim Shisha-Rauchen oder so. Also da ist, deswegen hat er dieses Werk aufgemacht, um eine breite Varianz an verschiedene Holzkohlen herstellen zu können. Okay, gibt es also inzwischen eine ganze Reihe von Produzenten und ja, wie wird Holzkohle hergestellt? Holzkohle bzw. Pflanzenkohle oder Biokohle entsteht, man kann ja sogar Knochen verkohlen, ne? Von daher könnte man sogar im Biokohle sagen, weil man sogar Tiere verkohlen kann. Es gab früher Knochenkohle, wo die hergenommen, ich glaube für die Zuckerherstellung und Bierherstellung hatte man früher Knochenkohle verwendet. Egal. Holzkohle entsteht bei 400 bis 800 Grad Celsius, wenn Holz erhitzt, bis organisches Material erhitzt wird, aber kein Sauerstoff rankommt oder zu wenig Sauerstoff rankommt. Wenn kein Sauerstoff oder wenig Sauerstoff rankommt, aber wir haben diese Temperatur, dann passiert Folgendes. Wir haben die Holzstruktur, die Struktur des organischen Materials und das besteht ja aus Kohlenstoff, aus Wasserstoff, aus Sauerstoff, aus Stickstoff und all diese, und dann nimmt man ein paar Mineralien, Magnesium, Calcium, Schwefel. Und eigentlich ist ja Wasserstoff ein Gas und Sauerstoff ein Gas und N2 Stickstoff ein Gas. Also all das sind Gase. Und wenn man das entsprechend erhitzt und diese Molekülbindungen auseinandergehen, dann kommen all diese Gase raus. Das Sauerstoff als CO2, das Wasserstoff als Wasserstoffgas oder als
H2O, auch Kohlenmonoxid kommt raus, Methan, es kommt Stickstoff raus oder NH3, NH4, NH3 als Gas und so weiter. Also es ist all diese anderen Stoffe außer Kohlenstoff, von Kohlenstoff auch ein bisschen, aber das meiste von Kohlenstoff verkettet sich dann untereinander und kommt zu diesen Riesenmolekülen zusammen, die durch diese Vierfachbindungsmöglichkeit des Kohlenstoffs sich sehr stark verketten und dadurch auch die hohe Hitze des Feuers sozusagen 400 bis 800 Grad Celsius überstehen, ohne ins Gas überwiegend rauszugehen. Und alles andere wird aber rausgetrieben als Gas. Das ist das Holzgas, das macht die Flamme über dem Holzfeuer. Das ist das Holzgas, was nach oben steigt und dann als Flamme verbrennt. Wenn das Holzgas alle ist, dann haben wir nur noch dieses kleine Feuer direkt über der Grillkohle, die ist dann einfach nur noch glüht, das ist dann keine Flamme mehr. Dann weiß man, aha, kein Holzgas mehr, das ist jetzt nur noch der reine Kohlenstoff, der verglüht. Also das Holzgas wird rausgetrieben und übrig bleibt der nahezu reine Kohlenstoff mit ein paar Mineralien und eben in dieser chaotisch verketteten Riesenmolekül-Holzkohlenstruktur. Und dann ist es wichtig, dass kein Sauerstoff rankommt. Das heißt, entweder wir löschen rechtzeitig ab mit Wasser, wir decken das mit Erde ab oder wir haben eben wie bei diesen Stahltassen einen Deckel drauf. Da kommt eben kein Sauerstoff ran und es wird von außen geheizt. Das ist also wichtig. Erhitzung 400 bis 800 Grad Celsius, kein Sauerstoff. Wenn man unter 400 Grad Celsius erhitzt, dann hat man noch nicht diese richtige Holzkohle, dann wird noch nicht genug Holzgas, dann ist noch viel unverkohlt. Und wenn man über 800, 900 Grad erhitzt, dann geht die Holzporenstruktur wieder verloren. Holz hat ja eine Porenstruktur. Eine Holzzellen, ne, diese Pflanzenzellen. Pflanzenzellen sind ungefähr 0,1 Millimeter groß. Also schon ganz schöne Klopper. 0,1 Millimeter große Zellen. Und was übrig bleibt, wenn die Holzkohle verkohlt, ist ja auch alles Wasser geht ja auch verdampft. Also der ganze Zellinhalt ist weg. Aber was typischerweise übrig bleibt, stehen bleibt als Struktur, sind die Zellwände. Die Zellwände des Xylems, dieser verholzten Leitbündel, die ja das Holz ausmachen, die Zellwände dieses Xylems, die bleiben als verkohlte Zellen stehen. Da habe ich auch eine elektronenmikroskopische Aufnahme von, die das vielleicht ein bisschen klarer macht. Und zwar, na, haben wir hier den richtigen Winkel, dass wir nicht blenden. Also hier sieht man Holzkohle in verschiedenen Stufen der Vergrößerung und das ganz große sieht man hier. Zack. Das sind die Holzzellwände, 0,1 mm ungefähr groß, die Struktur letztendlich ausmachen. Und wenn man es höher als 800, 900 Grad erhitzt, dann geht diese Struktur der Zellwände verloren und dann haben wir nur noch ja, wirklich Staub, dann zerfällt das so weit, dass die Struktur verloren geht. Dann ist es zwar immer noch teilweise Kohle, die dann aber auch höhere Verluste hat, mehr in die Luft geht, auch mehr verbrennt. Das ist typischerweise das, was bei Holzvergaseröfen entsteht. Also wenn man Holz verbrennt, richtig zur Energiegewinnung mit Holzvergaseranlagen, da werden typischerweise Temperaturen von 900 bis 1000 Grad erreicht, 1100 Grad vielleicht, und da entsteht ein höherer Ascheanteil. Das heißt, wir haben da schon über 50% Asche, was nicht schlimm ist. Asche ist ein guter Dünger. Hat viele schöne Mineralien, Magnesium, Calcium, Kalium. Hat aber dann entsprechend etwas weniger Kohlenstoffanteil. Und der Kohlenstoffanteil von diesen Holzvergaseanlagen ist typischerweise nicht mehr in dieser Porenstruktur. Auch gut für den Boden. Guter Dünger sollte nicht weggeworfen werden, sollte verarbeitet werden, nicht irgendwie entsorgt werden oder sonst was. Das ist ein wunderbarer Bodenverbesserer. Aber er hat nicht ganz diese Spezialeigenschaften, die wir von Holzkohle uns wünschen, die wir uns wünschen für Terra Preta. Um diese dauerhaften Schwarzerdeböden, diese für Jahrtausende, Jahrzehntausende stabilen Schwarzerdeböden herzustellen. Dafür ist wahrscheinlich diese normale Holzkohle aus Holz
zwischen 400 und 800 Grad Celsius gekohlt am besten. Holzkohle, ja, durch diese Porenstruktur, diese Holzzellenstruktur, die ist ja ungefähr 0,1 mm groß, also ungefähr 100 Mikrometer groß, so eine Holzzelle. Und also 0,1 mm kann man sich noch vorstellen, ne? 1 mm und davon ein Zehntel, okay, also das ist verdammt klein. Aber Milchsäurebakterien sind noch 100 mal kleiner, die sind ungefähr einen Mikrometer groß, also die sind ein Tausendstel Millimeter groß. Und da passen also in einem so eine Holzzelle, passen quasi ohne sich auf die Zehen zu treten, passen da 1000 Milchsäurebakterien und mehr rein. Vom Volumen her sogar, wenn man es direkt umrechnet, ungefähr 10.000. Aber da passen also viele, viele Milchsäurebakterien oder andere Bakterien, sei es Bacillus subtilis, andere Bodenbakterien, Schleimbakterien, Pilze, Mykorrhiza, passen gut in diese Holzzellen, in diese Porenstruktur der Holzkohlestücke hinein. Und das Interessante ist natürlich, dass sie dann, das ist dann wie eine Wohneinheit für Mikroorganismen. Da haben wir ganz oft Wasser drin, weil Holzkohle eben die Verdunstung verhindert. Also es bleibt Wasser da, es bleibt feucht. Wir haben ganz oft mehr oder weniger Sauerstoff, anaerobe Verhältnisse oder aerobe Verhältnisse. Wir haben Methan dabei, wir haben Kohlendioxid dabei, andere Stoffe. Also wir haben in jeder Holzporen, Holzzelle, Holzkohlenzelle haben wir ein anderes mikrobiologisches Milieu, ein anderes chemisches, physikalisches Milieu, eben mehr oder weniger Wasser, mehr oder weniger Kohlendioxid, Methan, Schwefel, Wasserstoff und so weiter. Und in jeder dieser Porenzellen bildet sich eine andere Mikrobiologie aus. Das ist wie in einem Hochhaus in der Großstadt, 30 Stockwerke hoch, 1000 Wohneinheiten. Da sind auch in jeder Wohnung völlig anderes Familien und Gemeinschaften und da wohnt einer alleine und da ist eine Alleinerziehende mit drei Kindern und da ist das lesbische Pärchen und da ist der Bauarbeiter und da ist der Ingenieur. Alle wohnen in ihren einzelnen Wohneinheiten, völlig anderes Milieu, völlig andere Bedingungen in den entsprechenden Wohneinheiten, in Holzzellen, Holzkohlenporen. Und das bietet einer breiten, breiten Varietät von Mikroorganismen Raum zum Leben, Raum zum Überleben und Schutz vor Austrocknung, Schutz vor Fraßfeinden, weil die Fraßfeinde sind größer, wenn man so an kleine Nematodenelchen denkt oder so, die kommen in diese Holzkohlenporen nicht rein, die sind zu klein, also die Poren sind zu klein, die Nematodenelchen, die das gerne abgrasen, solche Mikroorganismen wegfuttern, die sind zu groß, passen da nicht rein. Also sind sie vor den meisten Fraßfeinden geschützt, sind sie vor Austrocknung geschützt, sind sie vor Ausspülung geschützt, weil Holzkohle sich kaum ausspült aus dem Boden. Es sind eben grobe Stückchen, die gerne hängen bleiben. Und so ist die Mikrobiologie mit Holzkohle im Boden viel, viel stabiler. Also man hat bei Befragung von Bauern so ungefähr festgestellt, die mit und ohne Holzkohle arbeiten, vor allen Dingen im Chiemgau, dass EM-Anwendung alleine ungefähr 4 Jahre braucht, wenn man es intensiv macht, bis man starke, interessante, betriebsweite Effekte merkt, wo richtig dann die Profitabilität losgeht, die Erträge steigen und so weiter, Krankheitsdruck abnimmt. Mit Holzkohle im Boden und anderweitig in der Stall, in der Fütterung, mit Holzkohle, es dauert nur noch 1 Jahr. Also wir haben eine viel, viel stärkere, viel, viel schnellere Etablierung einer guten Mikrobiologie, eine viel stabilere gute Mikrobiologie mit Holzkohle als Arche Noah, die dann zum Beispiel über den Winter, über Trockenzeiten, über Nahrungsmangelzeiten diese Mikroorganismen, Sporen und Gemeinschaften überdauern kann und dann, sobald dann wieder Wasser, Nährstoffe da sind, kann dann sofort aus diesen Holzkohlestückchen heraus der Boden neu besiedelt werden. Also das ist ein zweiter wichtiger Aspekt neben diesem chemisch-physikalischen Aspekt, dass es einfach Humus, als Humus wirkt, die Holzkohle wirkt es als Lebensraum, als Arche Noah für Mikroorganismen und bringt eine ganz stabile Mikrobiologie in die Böden. Ja, Holzkohle hat eine ganz große Oberfläche.
Je nachdem, wie es genau verkohlt wurde, was es für ein Ausgangsstoff ist, wie lange die Mikroorganismen da schon ein bisschen dran geknabbert haben, das franzt eben dann auch ein bisschen auf. Also Holzkohle, die schon durch eine Kompostierung gegangen ist, ist dann schon deutlich größere Oberfläche als eine Holzkohle direkt aus der Flamme sozusagen. Und wir reden hier von ungefähr 100 bis 500 Quadratmetern Oberfläche pro Gramm. Das sind richtige Werte, das ist so ähnlich wie Zeolit und andere Bentonit, also andere sehr, sehr grob, sehr, sehr Substanzen mit einer sehr, sehr großen Oberfläche, wie eben Zeolit oder Bentonit, die dafür berühmt sind, ganz viele Stoffe anzulagern und Mikroorganismen zu unterstützen, Nährstoffe zu speichern, Wasser zu speichern. All das macht Holzkohle auch. Und durch die holzsprechende Kohlenstoffstruktur ist es auch negativ geladen. Genauso wie bei Zeolit oder Bentonit, auch bei Holzkohle, die Oberfläche ist überwiegend. Es gibt immer Teile, die negativ, die positiv geladen sind, aber das meiste ist negativ geladen. Und damit kann Holzkohle, wie Humus auch negativ geladen ist, kann Holzkohle ganz viele Pflanzennährstoffe wunderbar anlagern. Das, was es am allerliebsten anlagert, ist NH4+. Ammonium, also Stickstoffdünger quasi, NH4+, und muss sich auch erstmal vollsaugen mit Nährstoffen, bevor es der Pflanze irgendwas geben kann. Wenn Sie eine leere, gerade frisch produzierte oder eben noch nicht aufgeladene Holzkohle in den Boden bringen, dann saugt die im Boden der Pflanze den Stickstoff, die Nährstoffe weg, weil sie sich selber wie ein, ganz, wie ein leerer Speicher erstmal vollsaugt. Und das kann Jahre dauern. Und erst dann wirkt sie als Austausch für die Pflanzenwurzeln interessant und kann den Pflanzenwurzeln dann auch wieder Nährstoffe zurückgeben. Also nicht blanke Holzkohle in den Boden, es sei denn, man hat da einen Düngerüberschuss, sondern Holzkohle immer erst aufladen mit Nährstoffen, Ammonium, Magnesium, Calcium, Kalium, um den Pflanzen die Nährstoffe nicht wegzunehmen. Eine sehr einfache Variante, das zu tun, ist über, also geht über die Kompostierung. Wenn man es einfach in Kompost mit frisch reinmischt und dann eben entsprechend monatelang kompostieren lässt. Es geht über Bokashi, wenn man Holzkohle mit in diese fermentierten Abfälle oder auch fermentierte Sachen mit reinmacht. Küchenabfälle, Mist, selbst Futter kann man ja bokashieren, kann man fermentieren, wie Silage, wie Sauerkraut. Da ist es ideal, da kann die Holzkohle sich perfekt aufladen mit allen Nährstoffen und Mikroorganismen. Und auch einfach in Mist rein, in Gülle rein. Wunderbare Möglichkeit, Holzkohle ganz schnell aufzuladen. Das geht innerhalb von wenigen Stunden, ist das schon einsatzbereit. Und für Sie zu Hause im Garten, hier 40 Liter Holzkohle, mal ein Rezept, wenn Sie es ganz schnell anwenden wollen und sagen wollen, ich will ganz schnell eine anwendbare Therapreta-Mischung haben, dann machen Sie auf 40 Liter Holzkohle hier auf den Beutel, machen Sie noch 12 Kilogramm Basaltgesteinsmehl, gibt es bei uns im Shop, 12 Kilogramm, 12 Euro. Dann machen Sie noch 5 Liter Triaterra aktiv, das sind die Mikroorganismen. Und dann machen Sie noch 10 bis 20 Liter Urin rein, Ihren eigenen Urin. Ja, da brauchen Sie eine Woche, um den zu produzieren, mit der Frau zusammen und den Kindern. Und dann 10 bis 20 Liter frischer Urin, pur, plus Triaterra aktiv, plus Gesteinsmehl, plus die Holzkohle. Alles gut gemischt, vielleicht erstmal trocken mischen und dann die Feuchtigkeiten dazu und dann die Flüssigkeiten dazu und dann vielleicht mal einen halben Tag, einen Tag stehen lassen. Und dann haben Sie mit Mikroorganismen und Nährstoffen aufgeladene Holzkohle, die Sie wunderbar direkt im Boden anwenden können. Genau, also das ist eine Schnellauflademöglichkeit, Schnellanwendungsmöglichkeit für Therapreta und Holzkohle. Und die beste Möglichkeit, diese aufgeladene Holzkohle Mischung dann anzuwenden, ist händeweise direkt an der Wurzel. Wenn Sie einen Kürbis pflanzen, wenn Sie eine Tomate pflanzen, machen Sie das Pflanzloch ein bisschen tiefer, machen darunter ein, zwei Hände von dieser aufgeladenen Holzkohle, nicht mit direktem Wurzelkontakt, so noch ein bisschen Erde drüber, Pflanze darüber pflanzen. Das ist so eine direkte Unterfußdüngung, direkte Wurzeldepot Anlage und dort kann die Pflanze, also wenn sie sich, sobald sie dann die Wurzeln da reinsägt, innerhalb von wenigen Tagen, kann sie dann in diese Holzkohle mit reingehen und da sowohl
von den Mikroorganismen profitieren und von den gespeicherten Nährstoffen profitieren. Und das wird eine richtige Gatsche. Ne? Also wenn sie das ist, wird dann ein richtiger Schlamm. Das ist gar nicht mehr körnig oder trocken, wenn sie da 10, 20 Liter Urin drauf kippen. Das soll ein richtiger Schlamm werden, das ist so gedacht. Wenn es dann ein bisschen nach Ammoniak riecht, ist gut, ja, wissen sie, jawohl, jetzt hat es genug, jetzt gast es sogar schon ein bisschen aus. Okay. Vielleicht als Hinweis, warum Holzkohle unbedingt aufgeladen werden muss, entweder über die Kompostierung, über Mischung Bokashi, Mist, Gülle oder eben mit Urin. Jawohl. Ja, dann haben wir eigentlich schon fast alles durch. Therapreta-Böden im Amazonasgebiet haben ungefähr 2 bis 5 Kilogramm, jetzt können Sie auch wieder mitschreiben, am Ende 2 bis 5 Kilogramm Holzkohle pro Quadratmeter. 2 bis 5 Kilogramm Holzkohle pro Quadratmeter in den ersten 30 Zentimetern. Das ist typisch für einen Therapreta-Boden im Amazonasgebiet. Und das sind auch Werte, die wir bei uns durchaus anstreben können, 2 bis 5 Kilogramm Holzkohle pro Quadratmeter. Das wird man nur in extrem intensiven Gemüseanbau, Gewürzanbau, also wenn man entsprechend ein Quadratbeet hat, 2-3 Quadratmeter groß, Quadratfußgärtner, oder wenn man ein Gewächshaus hat oder ein sehr intensives kleines Gemüsebeet, dort macht man das, oder ein Hochbeet, da ist es ideal, da hat man gleich das organische Material und die entsprechenden Nährstoffe. Da kann man das von einem Tag auf den anderen machen, die entsprechende Menge an Holzkohle reinbringen, aber für alles andere wird man das Stück für Stück machen, zum Beispiel indem man so ganz präzise Handvoll für Handvoll das bei der Aussaat zum Beispiel die Aussaatfurche richtig tief macht, 10 cm tief, die Holzkohle unten rein, die aufgeladene Urin, Schlamm, EM Holzkohle unten rein träufelt, wieder Erde rüber und darüber aussät zum Beispiel. Oder bei den Kartoffeln unter jeder Kartoffel noch so eine Handvoll von dieser Kohle, dann bringt man nur kleine Mengen rein, die aber für die Ernte sehr stark wirken. Der Hans-Peter Schmidt in der Schweiz, der hat das ja in Nepal untersucht und kam da zum Teil auf doppelte Ernten mit, ich glaube sogar vierfache Ernten zum Teil, mit nur dieser Unterfußdüngung mit Holzkohle und Urin, einmalig beim Pflanzen. Also das ist ein ganz, ganz starker Prozess, wenn man mit geringen Mengen direkt an die Wurzel geht. Das nur so als Tipp. Aber da wird man dann eben nicht von einem Tag auf den anderen versuchen, 2-5 Kilogramm Holzkohle pro Quadratmeter reinzubringen. Ist in der Landwirtschaft überhaupt nicht bezahlbar. Aber diese präzise Unterfußdüngung, die ist bezahlbar und die lohnt sich. Und wird dann mit der Zeit auch zu entsprechenden Effekten führen. Okay. Wie wird Holzkohle noch hergestellt? Ich habe schon gesagt, diese Anlage, die wir hier in Mecklenburg haben, die uns beliefert, die stellen das in 2 Kubikmeter Stahltassen her, die in der Industriehalle mit dem Kran hin und her geschafft werden, ins Feuer gestellt werden, abgekühlt werden und ohne Sauerstoff von außen geheizt diese Holzkohle herstellen. Man kann es auch mit anderen Techniken herstellen. Es gibt Holzvergaseranlagen und Verkohlungsanlagen, die wirklich darauf ausgelegt sind, ein Stück weit Holzkohle herzustellen, Wärme abgeben und Holzkohle abgeben. Biomakon ist so eine Anlage. Pyrek ist so eine Anlage. Oder eben klassische Holzvergaseanlagen, die noch weniger auf die Holzkohle abgehen, da mehr Asche produzieren, aber trotzdem einen gewissen Anteil Holzkohle produzieren. Alles gutes Material. Wenn das Holz, wie ökonomisch das ist, muss man im Einzelfall begutachten. Diese Anlagen sind zum Teil sehr, sehr teuer, sodass man sagen würde, hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Wäre es nicht einfacher gewesen, die Holzkohle in einem Loch zu produzieren? Ja, in einem Loch. Einfach ein Erdloch. Oder auch, es gibt diese sogenannten Contiki, wie der Hans-Peter Schmidt aus der Schweiz, ein Ein-Mann-Forschungsinstitut, da am Ithaka-Institut, diesem ökologischen Weinbauinstitut in der Schweiz. Der hat das ausgegraben und weiterentwickelt, den sogenannten Contiki. Der hat das so genannt nach dem philippinischen Feuergott, glaube ich, Contiki. Und da gibt es eben die Variante Erd-Contiki, so wie man das in archäologischen Ausgrabungen auch viel findet, zum Beispiel als Erdgrubenphänomen. Gerade hier in Norddeutschland gibt es
zum Teil hunderte Meter, Kilometer lange Linien von Erdgruben, die offensichtlich mal befeuert wurden, wo da Holzkohle drin hergestellt wurde, wo man bis heute noch nicht so richtig weiß, was das eigentlich genau sollte. Haben die da gefeiert und, keine Ahnung, Rehe gegart und Wildschweine, oder haben die bestimmte Prozesse in der Landwirtschaft damit gemacht? Ja, an Wegen, man weiß es nicht. Also da jedenfalls ist es ein altes archäologisches Phänomen. Gräben oder kegelförmige Erdlöcher, und die können auch sehr, sehr groß sein, so dieser goldene Schnitt, wie bei der umgedrehten Pyramide zum Beispiel, diese ungefähr diese Neigung, so wie sie eben auch entsteht, wenn man ganz normal ein Erdloch gräbt, die ist eine sehr gute und sehr effiziente Möglichkeit, um ganz schnell Holzkohle herzustellen. Folgendes habe ich auch schon mehrere Videos drüber gedreht, mit Heiko Piplo, ich selber war dann auch nochmal beim Erdbeerfest. Sie haben so eine Grube, machen unten ein kleines, in der Grube unten drin, einen Meter tief vielleicht, machen sie erstmal ein kleines Feuer, dass sie Anfang von der Glut kriegen. Dann haben sie ein gewisses Glutnest, dann wird immer, wenn die Glut anfängt zu verbrennen, wenn sich Asche bildet, dann sieht man so einen Ascheschleier darüber, das ist der Moment, jetzt muss man nachlegen. Am leichtesten macht die das mit Astholz, vielleicht sogar mit Laub, mit Zweigen, Nussschalen, Kienäppel. Richtig fette Hölzer sind ein bisschen schwierig, die muss man vielleicht zweimal verkohlen oder so. Okay, Stück für Stück Astholz rüber, kann sogar feucht sein, wenn man es dünn genug legt. Gibt es da kaum Rauch, nur so eine Dampfwolke von dem Wasser, aber keinen schwarzen Rauch, der da aufsteigt. Und legt man entsprechend drauf eine dünne Schicht, das Holzgas wird rausgetrieben, wir haben die Flamme, die Schicht darüber nimmt den Sauerstoff weg, das da drunter ist geschützt vor dem Sauerstoff. Von den Seiten kommt ja auch kein Sauerstoff, nur von oben. Dementsprechend, das was alles drunter liegt, ist geschützt vor dem Sauerstoff. Der Sauerstoff, der von oben kommt, ist dazu da, um das Holzgas zu verbrennen. Und wenn man das im richtigen Rhythmus nachlegt, eben nicht, dass es verarscht, die Glut, nicht, dass wir schwarzen Rauch kriegen, dann verbrennt das Holzgas nicht schnell genug. Dann also richtig immer wieder nachlegen im richtigen Rhythmus. Dann haben wir da innerhalb von 2, 3, 4 Stunden können wir da einen Kubikmeter Holzkohle und mehr produzieren. Wenn man nur den Berg Astholz daneben groß genug hat und kann so, also eigentlich sehr günstig, wenn man das Ausgangsmaterial hat, was man ja oftmals mit Baumschnitt, wenn man Knick runtergeschnitten hat oder Feldränder beschnitten hat, das Holz, die Bäume, dann hat man oftmals so viel Holz, weiß man gar nicht, wenn man Licht bekommt, irgendwo einen Straßengraben. Nein, dieses Holz kann man nehmen und genauso verkohlen in so einer Erdlochmethode. Und der Hans-Peter Schmidt hat das dann noch ein Stück weiterentwickelt und technisiert, indem er das mit einem Blech-Kontiki gemacht hat, also das Ganze in Blech, so einen umgedrehten Kegel, ne, in Blech, unten sogar mit Wasserzufluss, dass er es von unten ablöschen kann. Und entsprechend noch mit so einer Schürze, damit er die Thermik maximal ausnutzt und so. Aber schon das Erdloch ist sehr, sehr effizient, und dann kann man es eben noch mit diesem Blechkontikis eventuell ein Stück weiter treiben. Und das ist mit Abstand effizienteste, billigste Methode, um Holzkohle herzustellen. Da kann keine technische Anlage mithalten, weil bei der technischen Anlage muss auch immer ein Mann daneben stehen, wenn ich an eine Pyrek oder Anlage oder so denke. Die kostet Minimum 300.000 Euro. Braucht auch einen Mann, der weniger fast die ganze Zeit da Material zuliefert oder guckt, dass das Ding sauber läuft, Asche wegnimmt und so weiter. Und der braucht aber die ganze Technik nicht. Wenn man den einen Mann hat und ein Erdloch, dann produziert er einem die gleiche Menge Holzkohle in der gleichen Zeit und in weniger Zeit wie so eine Pyrek-Anlage. So eine Pyrek-Anlage typischerweise hat so 300 Tonnen Holzkohleproduktion im Jahr. Das macht ein einzelner Arbeiter mit schönem großen Erdloch auch. Und mehr, wenn man das entsprechend ein bisschen, so wie das Gargrubenphänomen mit mehreren Löchern vielleicht macht oder so. Naja, okay, dann haben wir die Glut, und die Glut muss jetzt abgelöscht werden. Entweder indem man sie mit Erde bedeckt, gut mit Erde bedecken, und dass dann Sauerstoffabschluss ist, und dann wartet man ein paar Tage und dann hat sich das abgekühlt und hat man richtige Grillkohle, die auch richtig hart und sogar zum Grillen verwendet werden könnte. Oder man löscht es ab mit Wasser.
Und wenn man es mit Wasser ablöscht, dann kommt noch ein Spezialeffekt dazu, nämlich ein Aktivkohleeffekt. Die Kohle wird gesprengt. Die Kohle wird auseinandergesprengt, weil das Wasser auf das flüssige Wasser in die glühende Holzkohle reinkommt, also glühende Holzkohle 400 bis 800 Grad Celsius. Das Wasser verdampft explosionsartig, bumm, und reißt die Holzkohlenstücken auseinander. Man kann man dann nahezu mit der Hand, in der Hand fast zerbröseln. Also man kriegt dann eine viel größere Oberfläche, schon eine viel bessere, aufgeschlossene, krümeligere Holzkohle. Das ist das, was man auch ungefähr so macht, dann technisch natürlich mit Aktivkohle. Aktivkohle ist genau das, mit heißem Wasserdampf aufgerissene Holzkohle, die man dann ja zum Beispiel nimmt, um Durchfall zu behandeln oder so. Und warum wirkt Aktivkohle, Holzkohle gegen Durchfall? Nicht, weil man stopft und da irgendwo eine Blockade ist, wie man sich das manchmal so vorstellt. Nee, so funktioniert das nicht. Das würde noch mehr Probleme produzieren als alles andere. Nein, was die Holzkohle macht, ist, sie bindet die ganzen Bakteriengifte, Ammonium, auch Botulinum, also alles, was so von Clostridien und Salmonellen und so an Bakteriengiften produziert wird. Überflüssige Eiweiße und Nährstoffe werden gebunden, selbst Bakterien werden gut gebunden von der Holzkohle und aus dem Darm produziert, aus dem Darm dann entsprechend raustransportiert. Also es bindet die Gifte, dadurch wird der Darm entlastet, kann sich wieder beruhigen. Dann hört entsprechend der Durchfall auf, beziehungsweise man hat eine regulierte Verdauung. Man kann Holzkohle tatsächlich dauerhaft einnehmen, dauerhaft füttern, genauso wie Heilerde oder Zeolit oder Bentonit. Auch in der Fütterung, beziehungsweise regelrecht als nahezu Medikament für eine dauerhafte Ernährung denkbar sind. Sollte man vielleicht immer ein paar Wochen auslassen, damit man ein bisschen Variation reinkriegt, ein paar Nährstoffe, die eventuell spezifisch wegbinden, dann trotzdem noch aufnehmen kann. Aber es gibt eine ganze Reihe von Rinderbetrieben vor allen Dingen, aber inzwischen auch Schweinebetriebe und Hühner, Geflügel und so weiter, die Holzkohle füttern. Einfach mit ins Futter mischen. In die Mischfutterration, selbst ins Trockenfutter oder so, einfach Holzkohle mit reinmischen. Mit dem Effekt, dass in der Verdauung die Giftstoffe schon, also was da so an, dass es mikrobiologisch stabilisiert wird, die Verdauung, dass es durch die große Oberfläche besser umgesetzt wird, das Material, bessere Futterverwertung ganz oft und vor allen Dingen eben Ammonium mitnimmt, NH4+, wird ja gerne gebunden von Holzkohle, dadurch Leber entlastet, Niere entlastet, also die Tiere sind einfach gesünder und das kann man dauerhaft füttern. Wir bieten jetzt noch keine Futterkohle an, wobei man prinzipiell jede Kohle füttern kann, aber wir bieten jetzt noch keine Futterkohle an. Das werden wir vielleicht demnächst mal irgendwann tun, in Zusammenarbeit mit unserem mecklenburgischen Betrieb hier, der das produziert und entsprechend lizenziert. Was eine super teure Angelegenheit ist, die Holzkohle selber ist ja das kleinste Problem. Das Problem ist die ganze 100.000 Euro teure Lizenzierung, die der Betrieb dann machen muss, inklusive QS und die Behörden hier und Zertifikat da. Und da steht da jeden zweiten Tag einer auf dem Hof und will aber alles genau angucken und muss jetzt wieder alles stillgelegt werden und dokumentiert und sonst was. Also das ist eigentlich somit das Teuerste an den ganzen Produktionen heutzutage, die ganzen Lizenzierungen, die dann dabei zu machen sind, um dann entsprechenden amtlichen Anforderungen zu genügen. Selbst bei so sicheren Sachen wie Holzkohle, wo wirklich praktisch nichts passieren kann. Wird also gerne schon gefüttert und ich weiß, dass der Dr. Gerlach zum Beispiel ist ein Tierarzt in Schleswig-Holstein, der da eine ganze Reihe von Betrieben hat, wo er bis zu 400 Gramm Rinderbetriebe, wo er bis zu 400 Gramm, man sagt so zwischen 100 und 400 Gramm pro Großvieheinheit pro Rind pro Tag füttert. Einfach um die Mikrobiologie wieder gut ins Gleichgewicht zu kriegen, gerade bei so Betrieben, die Botulismusprobleme haben, die Clostridien und Botulismusprobleme haben, scheint Holzkohle da eine sehr gute, schnelle Maßnahme zu sein, die in der Lage ist, die Mikrobiologie wieder zu stabilisieren und den Betrieb
wieder auf einen positiven Weg zu setzen. Das muss man alles längerfristig Monate und Jahre machen, bis man da wieder eine richtige Stabilität erreicht hat. Aber eine sehr gute Möglichkeit, Holzkohle direkt füttern. Und was passiert in der Verdauung? In der Verdauung haben wir eigentlich zu viel Ammoniak, zu viel Stickstoff, zu viel Nährstoffe. Das riechen wir, das ist das, was wir im Stall riechen, wenn es stinkt, der Mist, die Gülle, der Stall. Das sind zu viel Ammoniak, zu viel Stickstoff, die verloren gehen und die die Lungen der Tiere belasten, die Tiere belasten selber im Stoffwechsel. Und die Holzkohle hat da die optimale Möglichkeit, sich an dem Punkt in der Verdauung schon mit Mikroorganismen aufzuladen, gerade bei den Kühen im Pansen, die ja ein Fermentationstank ist im Grunde, so ein Pansen bei der Kuh, mehrere hundert Liter großer Pansen, wo sie das Gras von Mikroorganismen, Milchsäurebakterien verdauen lässt und dann die Milchsäurebakterien und die Mikroorganismen verdaut. Das ist ja das, was die Kuh frisst eigentlich, Milchsäurebakterien und das, was die Milchsäurebakterien produziert haben in ihrem Pansen. Also eine ideale Umgebung für Holzkohle, um sich dort mit Mikroorganismen aufzuladen und mit den überschüssigen Ammoniak und Stickstoff und anderen Nährstoffen aufzuladen. Hier das Tier sogar entlasten und dann selber eben schon perfekt aufgeladen und verteilt und gemischt mit dem Mist rauskommen. Also Fütterung von Holzkohle, ein ganz, ganz spannendes Thema. Eine weitere Anwendung wäre Anwendung direkt im Stall als Ausstreu, dass man das mit in die Liegeboxen streut, dass man das den Schweinen mit reinstreut, dass man das den Hühnern mit reinstreut, auch als Spielmaterial. Es nimmt eben Ammoniak direkt aus der Luft auf. Holzkohle ist ja ein idealer Luftfilter und nimmt eben gerade eben Gerüche auf. Das sind eben das, was riecht, diese Nährstoffe, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, was die Holzkohle gut anlagern kann. Und wenn man mal mit Köhlern gesprochen hat, dann werden die aber auch erzählen, Holzkohle ist gut für die Wundheilung. Wenn man sich mal geschnitten hat, ein bisschen Holzkohle reinreiben, das ist wunderbar für die Wundheilung. Also auch da für die Tiere interessant, wenn das eben ein bisschen Holzkohle mit im Stall ist, dass die Klauen, die Euter, eventuelle Wunden, dass die besser verheilen dann. Auch für die Lunge interessant, Holzkohlenstaub wurde auch in Lungenheilanstalten vor dem Zweiten Weltkrieg, gab es ja noch relativ viel Tuberkulose in Deutschland vor den Antibiotika-Erfindungen und dann war eine der Behandlungsmöglichkeiten für Tuberkulose, für diese tödliche Lungenkrankheit, dass man die mit Holzkohle, dass die Holzkohle richtig einatmen in die Lunge, weil das auch da Entzündungen, gute Mikrobiologie schafft und Entzündungen vermindert. Okay. Also Einsatz im Stall und dann natürlich Klassiker Einsatz im Kompost mit ungefähr 5-10% vom Volumen, Einsatz im Mist mit 5-10% vom Volumen beziehungsweise Einsatz in der Gülle mit ungefähr 4 Kilogramm je Kubikmeter, was dann ungefähr 1% bis 1,5% des Volumens sind. Aber Gülle ist eben überwiegend Wasser, hat nicht so viele organische Nährstoffe, dann kommt das wieder hin. 4 Kilogramm pro Kubikmeter in die Gülle und 5-10% von Volumen in Mist oder Kompost. Das heißt, das entspricht für einen Kubikmeter Kompost, Kubikmeter Mist ungefähr 50 bis 100 Liter. Und 50 bis 100 Liter sind 15 bis 30 Kilo. Also ein Kilo Holzkohle sind ungefähr immer 3 Liter. Das auch so als Volumenangabe, ne? 5 Kilo trockene Holzkohle. Holzkohle kann richtig nass werden und dann wiegt die auch schon mal einen Liter, ein Kilo. Aber normalerweise im halbwegs trockenen Zustand ist sie dann entsprechend 1 Kilogramm, ungefähr 3 Liter. Ja, so, jetzt haben wir schon ganz viel abgehakt mit Holzkohle. Herstellung in technischen Anlagen. Sampada-Herstellung gibt es noch. Wir verkaufen ja den Sampada manchmal, wenn er denn die Lieferung aus Indien endlich wieder kommt. Jetzt ist sie gerade wieder unterwegs. Eine neue Lieferung von Sampadas aus Indien. Sampada sind diese also man kann, das ist so ein, im Grunde so eine kleine Kochstelle, wo man Kienäppel, kleines Astmaterial, Holzmaterial, Holzspäne reinmachen kann. Dort mit dem Holzgas kochen kann. Das ist genau so gebaut, dass ein bisschen Sauerstoff rankommt, dass es heiß wird, dass
dass es vergasen kann, aber dass nicht genug Sauerstoff rankommt, dass alles verkohlt. Und dann bleibt bei jedem Kochen ungefähr ein Liter Holzkohle übrig, also so 300 bis 500 Gramm Holzkohle bleiben bei jedem Kochvorgang mit dem Sampada übrig. Nicht wahnsinnig viel, aber es bleibt ein bisschen was übrig und gleichzeitig hat man mit Reststoffen gekocht. Also man sollte den Sampada sich nur zulegen, wenn man tatsächlich damit kochen will. Für die reine Holzkohleproduktion ist eine Feuerschale, ein Kugelgrill, so ein Rundgrill oder so ein Erdloch viel, viel besser geeignet, sage ich, obwohl ich das verkaufe. Also wenn Sie kochen wollen, ist der Sampada das Richtige für Sie, für die Holzkohleproduktion. Nach Erdlochmethode, nach der Contiki-Methode gibt es da einfachere Varianten, wo Sie ganz schnell ganz viel herstellen können und da etwas glücklicher mit werden, als wenn Sie 10-mal den Sampada betreiben, um etwas Holzkohle zu produzieren. Okay, aber Sampada ist auch so eine Möglichkeit, beim Kochen sogar noch Holzkohle zu produzieren. Wir haben zum Beispiel Imker, die dann ihr Wasser heiß machen, wenn sie da entsprechend ihre Sachen reinigen müssen und dergleichen, dass sie dann 50 Liter Wassertopf draufstellen und den da innerhalb von einer halben Stunde zum Kochen bringen mit dem Sampada. So, wenn man sowas braucht, dann ist das schon im Außenbereich, dann ist das schon ganz praktisch, der Sampada. Ja, also das so ein kleiner Rundumschlag in Sachen Holzkohle. Ein ganz spannender Stoff, der ganz viele Anwendungen hat. In der Fütterung, im Stall, im Mist und Kompost. Man kann es schnell machen mit Urin mischen und Mikroorganismen triateraktiv mischen, um es ganz schnell einzusetzen. Man kann es eben normal über die Kompostierung bringen. Eine Anwendung ist vielleicht noch spannend. Wir haben, also es gibt noch viel, viel mehr Anwendungen und es ist interessant, der Hans-Peter Schmidt hat da richtig mal von so einer Holzkohle-Zivilisation gesprochen, die wir eigentlich ins Leben rufen könnten und müssten, dass wir alle möglichen Prozesse vielleicht mit Holzkohle machen, die dann am Schluss im Boden landet, perfekt aufgeladen mit Nährstoffen und genutzt, sodass wir diesen Therapreta-Aufbau nicht einfach nur sagen, ich mache Holzkohle, die kostet so und so viel und ich hau die direkt in den Boden. Das ist ja albern und verschwenderisch, sondern nein, Holzkohle ist ein wunderbarer Stoff, den man für Luftfilter als Baustoff, als Futtermittel und sonst was verwenden kann. Futtermittelzusatz und dann eben am Ende im Boden landen kann. Also eine Anwendung ist auch als Baustoff. Und wir haben tatsächlich eine Lehmmischung gemacht mit 50% Holzkohle und 50% Lehm. Und das ist eine ganz interessante Oberfläche, die natürlich extrem gute Luft macht, weil es ja die ganze Zeit die Luft filtert. Da wird auch nichts schimmeln und muffig riechen in so einem Raum. Und Holzkohle hat einen ganz starken Effekt gegen Elektrosmog. Also man kann in einem rein mit Holzkohle geputzten Raum, so ähnlich wie in einem Lehm geputzten Raum, aber noch stärker mit Holzkohle, durch diese extrem verketteten Molekülketten dieser Holzkohle nimmt es auch sehr gut elektromagnetische Strahlung auf und gibt sie kaum ab. Und dadurch kann man sehr gut elektromagnetische Strahlung mit Holzkohle puffern. Also eine Möglichkeit, um Holzkohle, um elektromagnetische Strahlung abzupuffern, ist ein fetter Lehm-Holzkohleputz aufzubringen, zum Beispiel in seinem Schlafzimmer. Und da muss man auch ein bisschen basteln, weil das sind doch kaum Fertigprodukte oder keine. Aber das ist auch eine der Anwendungen von Holzkohle. Holzkohle als Baustoff, als ganz, ganz gesunder und wiederverwendbarer im Boden, dann entsprechend wiederverwendbarer Baustoff. Wir haben es bei unserem Lagerraum, unserem Packraum, haben wir das mit Holzkohle Lehmputz gemacht. Okay, also ein super interessanter Stoff, ein Diamant des Bodens, die Holzkohle, das wunderbare Geschenk, wenn Zivilisation, wenn der Mensch, das Feuer und die Natur zusammenkommt, die Holzkohle, die dann wieder völlig neue Effekte produziert, wie über Jahrtausende stabile Humusböden, Therapreta-Böden, die kommen dabei raus, wenn man das richtig anwendet, aufgeladen mit Mikroorganismen und Nährstoffen in den Boden bringt. Okay, Sie können auch mit Holzkohle experimentieren. Wir bieten Ihnen das an, beziehungsweise wir haben Ihnen erzählt, wie Sie sich selber herstellen können. Ja, viel Spaß damit und in diesem Sinne Quadratmeter für Quadratmeter mehr fruchtbare Schwarzerdeböden schaffen.
Bis nächste Woche. Schönen Gruß.